Heyo Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5RP und Leute, wir sind immer noch im Gefängnis, ihr habt es ja letztes Mal mitbekommen, ich wollte Army und Russik befreien, aber dabei wurde ich selbst noch geschnappt und jetzt sitzen wir alle drei im Gefängnis und das Problem ist, Turan ist noch im Urlaub, der kann uns nicht rausholen, Leute, was sollen wir machen, um aus dem Gefängnis rauszukommen, ihr müsst mir helfen, Leute, lasst mal ein Like und ein Abo da, wir müssen uns auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen, wir sind hier allein in unserer Zelle, wir haben keine Waffen, kein gar nichts, da unten ist Army und Russik, ey Jungs, habt ihr mittlerweile eine Idee, wie wir hier rauskommen können? Oh, Digga, wer ist das? Verdammt, ey, wer kommt da? Leute. Ey, wer ist das? Da kommt ein Wärter reingelaufen. Wer sind Sie denn? Was macht der bei Amir? Amir. Ey, wenn du Amir was antust, dann hau ich dich weg, Junge. Gefängnisnummer. 1107. Was geht da? Was machen die da? Da ist Ihr Anwalt hier. Herr Russik ist mein Mandant. Ja? Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ja, ich bin's aber Mandant, lass mich raus. Ja, okay. Hallo, bin ich nicht auch noch Ihr Kunde, Herr Anwalt? Ja, oh, Leute, der muss mich rausholen. Kurz. Wer redet denn hier? Hallo, hier oben, hier das oben. Das ist der iCrimex. Anwalt, Sie müssen mich hier rausholen. Ja, es tut mir leid, Ihr Mandant hat Turan und sollte irgendein Anwalt sich Ihnen nähern und ein Angebot machen, werden uns die Hände abgeschlagen. Wollte ich gerade sagen. Du kommst hier nicht mehr raus. Turan hat bestimmt nichts dagegen, wenn Sie mich hier rausholen, Herr Anwalt. Ja, wenn Sie ihn anrufen und ich eine Bestätigung kriege. Du hast hier gar nichts zu melden, Alter. Du kommst jetzt mit runter hier. Leute, was ist denn hier los, Mann? Amir Russik, ihr müsst mich hier rausholen, wenn ihr rauskommt. Ja, easy, machen wir. Ey, ich hoffe, der kann uns hier rausboxen, Mann. Ey, verdammt, Leute, der Anwalt, der hilft mir nicht, weil er Angst hat, weil Turan ja mein Anwalt ist. Der hat Angst vor Turan und will mir deswegen nicht helfen. Und die anderen kann er aber rausholen jetzt. Leute, das bedeutet, dass wir hier gleich auf ganz auf uns allein gestellt sind. Nicht mal Amir und Russik sind noch hier. Das heißt, ich bin alleine hier im Knast. Hab keine Waffen, kein gar nichts und Turan ist auch nicht da. Oh nein, warte mal, wir beobachten die mal noch da unten. Was machen die denn da? So, wie wir hier sehen können, hier durch der Beschluss, ja, bis zur Verhandlung sind die zwei freizustellen, ja? Ja, haben sie die Kaution schon abgeliefert von 100.000? Kaution ist alles bezahlt, das ist so das kleinste Problem gewesen, die kommen wirklich raus, die schaffen das. Ja, dann können wir die Herren rausbegleiten. Ja, wir machen nur eine Unterschrift, ja, dann ich auch weiterfahren und dann können sie die rauslassen, ja? Verdammt, Leute. Ja, okay, sehr gut. So, da habt ihr echt Glück gehabt. Aber ich werde eh hier schneller wieder drin sehen. Komm wirklich raus. Ja, lass mich raus, Alter. Raus du Geringverdiener, Alter. Amir, Russik. Ey, lass mich auch raus. Ey, die machen... Du kommst auch raus. Die holen dich raus. Ey, danke, okay, Mann. Amir, danke. Macht irgendwas. Ich so ein bisschen Zeit. Okay. Ja, Max, ihr holt dich raus. Beeilt euch, Jungs, beeilt euch. Oh nein, Leute. Also, ich freue mich natürlich... Oh nein, was willst du denn hier? Du kannst versauern hier in der Zelle, Alter. Dich wird hier niemand rausholen. Ey, Leute, der Wärter ist voll der Eklige. Ja, komm, verzieh dich, Junge. Willst du nicht zum Hofgang oder was? Ja, doch. Wann habe ich Hofgang? In 5 Minuten holen wir dich ab. Oh, Leute, ey. Verdammt, was soll ich denn hier machen? Ich muss mir irgendwie eine Waffe, ich muss mich irgendwie verteidigen. Auf dem Hof sind andere Gangs. Normalerweise Turan beschützt mich immer vor denen. Aber Turan ist ja, wie gesagt, nicht da. Und meine Jungs sind auch raus. Ich meine, ich freue mich, dass sie raus sind, aber das heißt, ich bin wirklich ganz auf mich alleine gestellt. Okay, Leute, der hat gesagt, der Wärter, dass wir hier gleich irgendwie Hofgang haben und so. Wir warten jetzt mal, bis der uns hier gleich wieder abholt. Und dann müssen wir richtig gucken. Wir müssen aufpassen, dass wir mit keinen Leuten, mit keinen Gangs irgendwie anecken oder so. Weil, ey, das kann richtig gefährlich sein im Gefängnis, ohne irgendwie Rücken zu sein. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, Leute, wir warten jetzt mal, bis der... Ah, okay, wer ist das denn jetzt hier? Hallo? Hombre. Ich glaube, das ist einer von Vagos, das Mexikaner. Ja, hallo? Sí, der Name, dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Ah, okay, du wer bist du? Mein Name ist iCrimex. Ah, du bist doch dieser YouTuber. Ja, genau, YouTuber, ja. Doch keine Probleme, wie lange bist du schon hier drin? Ja, erst seit einer Stunde oder so. Keine Probleme, ich helfe dir. Amigo, ich helfe dir, klarzukommen. Oha, Leute, der will uns helfen. Ja, korrekt, danke dir. Ja, warte. Aber Leute, wo ist ein Knastwärter? Du musst so langsam auf den Hof kommen. Das Problem ist, der will uns jetzt zwar helfen, aber ich sage euch jetzt mal eine Lebensweisheit. Niemand im Leben schenkt euch was. Der will bestimmt irgendwas dafür später haben. Na gut, wir warten jetzt mal ab. Oh Leute, ich werde mich jetzt hier auf alles vorbereiten. Ich muss in Topform sein. Wir werden uns hier richtig nochmal aufpumpen, Leute. Richtig schön trainieren, falls es auf dem Hof irgendwie gleich Streit gibt. So, Sanchez, du kannst jetzt rausgehen. Oh, warte mal. Ja, ich warte auf meinen Freund. Der ruft hier Leute auf. Vielleicht kommen wir jetzt auch mal raus. Hallo, wann habe ich denn meinen Hofgang? Sir, die Tür ist jetzt offen. Kommen Sie raus. Okay, danke schön. Wie lange habe ich Hofgang? Ja, wie lange? Denken Sie, Sie haben einen Extrabus. 30 Minuten, dann ab und zuck wieder in die Zelle. Ja, okay, alles gut. Sanchez,
Passen Sie auf den Neuling auf, ja, der ist mein Freund. Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll, Leute. Ich glaube, es ist einer der Vagos von dieser mexikanischen Mafia. Rosie. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh, Leute, wir gehen jetzt hier raus auf den Hof. Jetzt müssen wir richtig aufpassen. Das ist die gefährlichste Stelle im Gefängnis. Oh, Leute, okay, wir sind... Hey, Manager, der gehört mir was... Alter! Hier ist direkt eine Schlägerei. Was denn jetzt hier los? Ey, Wärter, wollen Sie hier nichts machen oder was? Ja, das ist ganz schön. Was ist hier los, Junge? Ey, warte mal, die Stimme kommt mir bekannt vor. Stani? Stani? Max, hä? Was machst du denn hier? Ja, ich putz hier. Wie, du putzt hier? Mann, die haben mich eingesperrt, Junge. Ich hab eine Bank überfallen. Alter, du warst die ganze Zeit hier im Knast. Ich hab mich die letzten Monate gefragt, wo du warst. Durchlaufen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ey, Alter. Wer ist das, Max? Das ist ein Kollege von mir. Max, was hast du mit denen zu tun, Junge? Ja, ich hab keine Ahnung, der ist vorhin zu meiner Zelle gekommen und meint, der ist jetzt irgendwie mein Freund, dieser Mexikaner da, der von Vagos. Ey, du musst aufpassen, Alter. Die wollen nur von dir Kohle haben und Sachen und so, Alter. Häng nicht mit denen ab. Ich komme mit. Ja, das kann schon sein. Ich komm gleich, Sanchez. Ey, Dani, ich sag dir ehrlich, Alter. Warst du die ganzen letzten Monate hier drin? Ja, ich wurde eingehaftet, lebenslang. Alter, Leute, ich hab mich schon gefragt. Ich hab mich schon gefragt, wo du warst, ey. Ich vermisse alle so. Ey, Stani, Alter. Keine Sorge, Touren wird uns hier spätestens rausholen. Aber das Problem ist, der ist hier gerade im Urlaub. Wir müssen uns vielleicht selbst was überlegen, um hier rauszukommen. Ja, wir müssen ausbrechen aus dem scheiß Knast, Mann. Wie in den guten alten Zeiten, die Ausbruchbrüder. Ja, guck mal da oben, Alter. Überall sind hier Wachmänner, die hier stehen überall und gucken. Überall Kameras, Wachmänner und so. Weißt du was? Lass uns doch erstmal hier ein bisschen unter die Leute mischen. Lass mal hier ein bisschen umhören. Vielleicht finden wir... Ja, vielleicht hat der Sanchez ja... Wenn er Stress macht, müssen wir ihn einfach vermöbeln. Das Problem ist, wir müssen hier zu Waffen kommen. Aktuell, wir können keinen Wärter ausschalten. Wir können hier so nicht ausbrechen. Vielleicht kann der uns Waffen besorgen. Ja, vielleicht hat der Sanchez hier so ein paar Kontakte so. Max. Ja, was ist los, Sanchez? Stellt euch ein bisschen rum, wenn einer was fragt, wo ich war die ganze Zeit mit euch. Ja, okay, alles klar. Ey, Sanchez. Hier, mein Kollege und ich, wir planen hier auszubrechen. Hast du vielleicht jemanden, der Waffen hat oder so? Warte ganz kurz. Was macht der denn? Wir brauchen eine fette Knarre. Wir brauchen irgendwie richtig dicke Waffen, um hier rauszukommen. Hier sind so viele Wachen. Yeah. Oh, Alter, der hat den einfach abgestochen. Ey, es gibt eine Gefängnisschlägerei. Stani, pass auf. Alter, was pass auf, los? Pass auf. Gefängnisschlägerei, Aufstand. Pass auf, Stani. Ich helf dir. Was ist denn hier los? Ey, Leute, der hat uns umgetasert, der Wärter hier. Komm, seid ihr selbst schon mal zu. Wir haben was doch gar nichts hier? Gemacht. Bam, Alter. Ey, wir haben... Okay, ist alles... Wir haben nichts gemacht. Wir haben uns nur verteidigt, Mann. In den Pusschen sind die Wäschekammer. Ihr wäschet die Wäsche. Mann, nicht schon wieder. Nein, Max hat damit nichts zu tun. Der wurde angegriffen. Hey, toll, Sanchez. Jetzt haben wir Putzdienst wegen dir. Du bleibst bei ihm, du. Komischer, komm mit, du hast Putzdienst. Du bleibst bei dem Sanchez. Nein, Stani. Du wirst die Socken sortieren, alle einziehen. Max, lass mich nicht alleine! Ich werde dich holen, Stani. Ey, Leute, Sanchez, was sollte die Scheiße? Wegen dir ist Stani jetzt beim Putzdienst, Mann. Er wusste, worauf sie einlässt. Und nie wieder machst du mich so davon, haben wir es verstanden. Alter, sag doch Bescheid, wenn du hier jemanden irgendwie fertig machen willst. Du bist doch meine Mutter geworden, dass sie Bescheid sagen muss, hä? Alter, ich hab keinen Bock auf sowas. So wie du deine Lippe gerade riskierst, du hättest einen Stich verdient. Aber ich mag dich, komm mit. Alter, Leute, dieser Sanchez, das sind hier ganz komische Leute im Gefängnis. Das Problem ist, wir müssen irgendwie Stani noch rausholen. Bevor wir hier ausbrechen, müssen wir Stani noch abholen, weil der hat ja irgendwie Putzdienst oder so. Der ist in der Wäschekammer. Ey, Sanchez, sei mal ehrlich. Ey, Sanchez, ich brauche irgendwie Waffen oder so, um hier rauszukommen. Ja, ist kein Problem, aber Waffen zu besorgen ist teuer. Ja, ist egal, ich hab Geld. Ah, du hast Geld. Sehr gut. Wie viel Geld reden wir? Egal, ich kann dir auch 100 Millionen beschaffen außerhalb vom Knast. Aber hier drin habe ich halt nichts. Ja, okay, ich gebe dir ein Konto, wenn du schaffst, innerhalb von, sagen wir mal, 30 Minuten. 100.000, weiß ich, gebe dir eine Pistole. Okay. Hast du ein Handy oder so für mich? Ah, das macht extra 100.000. Ja, ist okay, dann 200.000 kriegst du ja. Ja, hast du keine Probleme, hier hast du ein Handy. Okay. Ey, Leute, ich werde jetzt Armia anrufen. Armia hat auch viel Geld, der kann uns easy 200.000 da überweisen. So, wir wählen die Nummer. Oh, komm, Armia, geh ran, es klingelt. So. Leider ist die angerufene Person nicht erreichbar. Lassen Sie eine... Oh, nein. Verdammt, Leute, Armia ist nicht rangegangen. Mein Kumpel ist gerade nicht rangegangen, aber ich habe das Geld wirklich. Weißt du, was wir machen können? Was denn? Als Vertrauensbeweis, dass ich dir schon mal die Sachen vorgebe und wenn das Geld später überweist, musst du mir einen Gefallen tun. Der will einen Gefallen von uns. Ich wusste, dass sowas kommt. Ja, was willst du denn? Hier ist jemand, ich sag mal so, ich werde dafür sorgen, dass du in eine andere Zelle reinkommst.
Okay. Jemanden, und den musst du dann kurz einen Prozess machen. Ich soll für dich hier jemanden ausschalten. Oh, sagen wir mal so, er ist sowieso ein Krimineller. Was macht das für einen Unterschied? Ja, wen soll ich ausschalten für dich? Wirst du sehen, der Wärter bringt dich eine Zelle rein, wo der Typ drin ist, und dann kümmerst du dich um den. Und dann gibst du mir meine Waffe. Dann du kriegst die Waffe, und wenn du alles fertig hast, überweist du mir das Geld nochmal. Ja, ich lasse warten. Okay, wir haben einen Deal. Machen wir so. Okay. Also, warte hier. Das brauchst du vielleicht. Oh, Leute, ey, der Typ hat mir jetzt einfach ein Messer gegeben. Aber wir müssen das auf jeden Fall verstecken. Das darf niemand wissen. Jetzt redet er da irgendwie mit dem Wärter, weil ich soll ja jetzt in eine andere Zelle gebracht werden. Oh, Leute, ich hoffe, das geht heute alles gut. Und vor allem, wir müssen Stani auch mitnehmen, Leute. Den dürfen wir hier nicht zurücklassen. Okay, Sanchez, hast du alles in die Wege geleitet? Sieh, jetzt verzieh dich von mir, sonst denk, Leute, wir müssen nur zu tun. Okay, Leute, alles gut. Ich werde jetzt hier warten, bis mein Hofgang zu Ende ist, und dann wird mich der Wärter, glaube ich, woanders hinbringen. Hey, Leute, da kommt ein Wärter. Kommen Sie mit. Oh, Leute, der Wärter holt uns ab. Ich glaube, unsere Mission beginnt jetzt. Wir sollen für diesen Sanchez jemanden ausschalten, damit wir dann von dem eine Waffe bekommen. Schneller. Ja, ja, okay, okay, okay. Nein, ich will keinen Elektroshop. Alles schneller. Rechts, links. Okay. Willst du enden, so wie dein Kollege? Nein, ich will nicht so enden. Willst du sehen, wie der gerade geendet ist? Komm mit. Guck mal, der ist hin, da. Leute, der bringt uns nicht zu den Zellen. Am Waschewäschchen. Oh nein, ey, Stani muss da Wäschedienst machen. Ja, siehst du, Stani, ich werde dich da rausholen. Ey, Max, Alter, machst du dich über mich lustig oder was? Nein, ich werde dich rausholen. Mach, putz die Socke weiter, ja, du da hinten. So, komm mit jetzt. Nein. Ja, ist ja gut. Oder willst du auch Socken riechen? Nee, ich will nicht Socken riechen. So. Ey, Jerome, geh in deine Zelle. Okay, Leute, wo bringt er uns denn jetzt hin hier? So, sag niemandem, dass dein Zelle offen ist. So, warte mal, wir haben alle Zellen. Alle Zellen sind scheinbar voll. Ja, die sind doch gar nicht voll hier, die Zellen. Ja, du musst wohl zu Jerome rein. Jerome, sperrst du kurz auf? Alter, Leute. Der Wärter ist voll korrupt. So, komm mal rein hier. Der Wärter ist voll korrupt. Er bringt mich hier rein, obwohl alle anderen Zellen noch frei sind. Hallo, Jerome. Hey, was geht? Also, pass auf, ja? Ich hab keinen Bock auf Stress, wir meinen das ganz einfach, ja? Oh, Leute, ich glaube, du musst dich ausschalten. Lass uns einfach einmal abwechselnd drauf schlafen. Einen Tag hab ich die, einen Tag hast du die. Ansonsten gibt's mir dicke Boden. Ja, ich weiß, wir sind zwar nicht in der gleichen Herkunft und so, aber ich denke mal, diese Politik lassen wir einfach hier raus aus der Zelle. Oh nein, Leute, jetzt ist der auch noch voll korrekt zu mir und wir müssen den ausschalten. Willst du eine Zigarette haben? Nee, danke, alles gut. Ja, machen wir so. Ja, kein Problem. Ah, Leute, ich kann den nicht ausschalten, Mann. Der ist viel zu korrekt zu uns, Mann. Der ist viel zu nett. Aber trotzdem brauchen wir irgendwie eine Waffe. Entschuldigung, Jerome, aber... Weißt du, wie ich vielleicht irgendwie hier an eine Waffe komme? Ich will hier ausbrechen. Mann, denkst du, ich bin jetzt ein Krimineller oder was, hä, du Pisser? Ah, okay, jetzt übertreibt er aber. Bist du einer von den Wurzeln? Ich hab verstanden, was es ist. Hallo, hey, warte mal, ich frag... Du bist so ein Programm. Halt die Schnauze, man. Du bist ja nur einer vom Programm und willst herausfinden, ob ich irgendeine Scheiße gemacht habe. Nein. Hab ich irgendeine Scheiße gemacht oder was? Okay, Leute, okay. Er will's wissen, hä? Hä? Hey, ich fand dich echt korrekt, Alter. Was soll das denn jetzt hier? Korrekt, Alter. Weißt du was? Ab sofort, du schläfst den ganzen Tag auf dem Boden und du machst die Toilette mit deiner Hand sauber. Er macht's mir einfacher. Komm! So, und weißt du was? Das ist von Sanchez! Nein, Bro, chill! So. Leute, ich wollte das eigentlich nicht machen, aber er hat sich selbst verspielt. Ich wollte korrekt zu ihm sein und mir was anderes einfallen lassen. Aber gut, wir haben den Auftrag erfüllt. Ich werde jetzt dem Wärter sagen: Hey, Wärter, komm mal her, ich habe den Auftrag erfüllt! Hast du erfüllt, ja? Komm, dieser Typ, der ging mir auf die Eier, ne? So, raus mit dir, komm raus. Okay, bring mich jetzt wieder raus zu Sanchez. Ja, du sagst mir gar nichts, was ich zu tun habe. Immer noch habe ich hier die Knarre in der Hand, ja? Ja, ist ja gut, aber du weißt doch, Sanchez hat dich doch auch bezahlt für die Aktion. Ja, das sollst du nicht so rumbrüllen, du Idiot. Okay, Leute, aber wir haben den Auftrag erfüllt. Dieser Sanchez muss uns jetzt eine Waffe geben. So, wir gehen jetzt mal nach hinten. Du Dreckiger! Hey, Leute, der will's prügeln. Das ist bestimmt einer aus der Gang von Jerome. Verzieh dich! Komm mit, komm doch! Hey, du Angsthase, du Schmalspur! Du Geringverdiener! Wir sprechen uns später! Jetzt keine Zeit, um mich mit dem zu prügeln. Ich muss mit diesem Sanchez sprechen, Mann. Wo ist der Idiot denn? Was sind die denn hier? Was wollen die denn? Ist hier wieder eine Schlägerei oder was? Hey, Mann, schöne Grüße von Sanchez! Oh, jetzt eine Schlägerei, ich helfe dem Sanchez! Oh nein, jetzt hab ich den Sanchez. So, hier! Ah!
Gefängnisschlägerei! Okay, Leute, jetzt reicht's mir langsam mit dem. Oh, was willst du denn jetzt hier? Verzieh dich! Oh. Oh, mein Alter, der hat auch ein Messer. Idiot, Alter. Aber warte mal. War das hier? Das ist doch hier Sanchez. Nein, Sanchez, nein, du darfst nicht sterben, Mann. Hör mir zu, du verdammter Häusel. Hier ist eine Knarre und ein Bankkonto für meine Kinder. Okay. 200.000 überweist du da drauf. Ich werde das Geld überweisen. Danke für deine Hilfe. Und dieser Jerome ist erledigt. Okay. Leute, wir nehmen jetzt mal die Waffe von ihm. Oh, Leute. Er hat wirklich sein Wort gehalten. Wir haben eine Pistole. Aber wir machen die Waffe jetzt mal weg. Okay, alles gut hier, alles gut. Wir müssen hier weg, nicht, dass wir jetzt hier gleich wieder Ärger bekommen. So, wir gehen jetzt hier mal weg. Weil das Problem ist jetzt, Leute, wir haben zwar jetzt zwei Waffen, wir haben Messer und Pistole, aber Stani ist noch bei diesem Waschdienst. Das heißt, wir müssen irgendwie zu Stani kommen, um mit ihm gemeinsam hier aus dem Gefängnis auszubrechen. Und es gibt nur einen Weg, Leute. Das heißt, ich muss mich auch zum Waschdienst verdonnern lassen. Ich werde jetzt einfach mal Streit mit irgendeinem Wärter anfangen. Und zwar mit dem Typ da vorne, der eh ein bisschen frech zu mir war. Ich werde den jetzt mal ein bisschen provozieren und dann hoffen wir mal, dass er mir auch Waschdienst gibt. Ey, hier, du Schmalspurwärter! So, was ja, willst du hier schon wieder? Alter, hab ich gesagt Schmalspur oder warum kommst du? Hey, was willst du denn hier? Soll ich dir wieder einen Laser in den Popo reinlegen? Du siehst aus wie der größte Opfer, Alter, der hier rumläuft. Gefällt dir, ja, gefällt dir. Alter, Leute, ihr habt mich geschockt. Ja, ich zeig dir, wo ich dich hinbring, du Waschlappen. Oh, Leute. Perfekt, perfekt. Er sagt Waschlappen. Ich glaube, er bringt mich auch zum Wäschedienst. Ich glaube, mein Plan ist aufgegangen. Dann du denkst, du kannst hier was sagen, ne? So. Oh, ja, Leute, er bringt hier, mich zum noch ein Lappen. Werf den in die Waschmaschine. So. Verzieh dich. Zieh zu, dass du lang gewinnst. Was hast du gesagt? Hier, bam. Verdammt, ey, aua. So, zwei Idioten. Und wenn die Socken nicht so chill sind, dann gibt's Schellen. Ja, ist ja gut. Hau ab. Ey, Stani, Alter. Max, was machst du denn hier? Ey, Alter, ich hab mir hier extra Wäschedienst geben lassen. Und guck mal, was hier in meiner Hand halt, was ich uns besorgt hab. Ja, dafür hast du aber ganz schön lang gebraucht, Alter. Guck mal, was ich hier mir besorgt habe. Alter, ich musste... Oh, du hast auch eine... Wie bist du denn an die Knarre rangekommen? Nee, ich hab doch meine Connection hier auch im Knast, Alter. Und da, wo du gesprochen hast von Ausbruch, bin ich natürlich direkt dabei, weil wir sind doch die Ausbruchbrüder! Ausbruchbrüder! Ja, aber das bedeutet, es kann alles losgehen. Wir sind ausgestattet, wir haben Waffen. Ich würde sagen, wir warten nochmal, bis der Wärter kommt. Und wenn unsere Waschzeit hier vorbei ist, dann werden wir den ausschalten und uns hier durchkämpfen. Wir werden uns hier rauskämpfen. Ja, oder lass doch eine Verletzung vortäuschen, dass der uns auf die Krankenstation bringt oder erstmal rausbringt, weißt du? Ich glaube, hier gibt's nicht mal eine Krankenstation hier drin. Nein, oh mein Gott. Das ist ein richtiger Schmalspurknast. Das ist ein Männerknast, okay. Ich sag dir, oh, der kommt jetzt mach die Waffe weg. Seid ihr putzen oder nicht? Ja, wir sind fertig, Wäschedienst ist fertig. Hast du gerade eine Socke in der Hand oder was war das? Ja, das war eine Socke. Einmal die Taschenkontrolle. Ja, hier, kontrollier mal meine Tasche. Was hast du denn hier? Ey, hier, Wärter, ich glaube, ich habe eine Waffe in meiner Tasche. Warte mal, ich muss kurz bei ihm kontrollieren. Nein, er soll weg. Ich habe eine Waffe in meiner Tasche, Wärter. Ey, der hat eine Waffe in seiner Tasche, ich habe eine Waffe. Ich habe eine Waffe in meiner Tasche. Ha, Idiot! Was ist denn jetzt los? So, du Idiot. So, Stani, nimm dir die Schlüssel. Nimm dir die Schlüssel von ihm. Nimm dir die Schlüssel. Gib mir die Schlüssel hier. So, du Idiot. Zack, ich hab sie. Los, du bist raus hier. So, und jetzt würde ich sagen, hasta la vista. Bam. Okay. Komm. Wir müssen hier raus. Wo müssen wir lang, Mann? Hier lang, hier lang. Schieß die Kameras weg. Okay, du hast die Schlüssel. Mach die Sicherheitstür auf. Oh, shit. Okay, jetzt schließ hier auf. Oh mein Gott, Stani, hier steht ein Auto. Das müssen wir aufbrechen. Komm, ich fahr. Steig ein. Oh mein Gott, wir haben 5 Sterne. Ach du Scheiße. Oh, vorne. Ich schieß raus. Schieß die weg. Sehr gut. Wir müssen hier raus. Oh mein Gott, da sind Wachen. Oh, komm. Ey, die verfolgen uns. Die sind überall. Und bam. Wir sind niemals schaffen, das Militär. Oh mein Gott, hast du das gerade gehört? Das Militär wurde angerufen. Nein. Schnell. Alter. Oh mein Gott. Oh nein, wir haben Platten. Bleiben Sie sofort stehen. Sie haben keine Schutzaktion. Auf die Reifen. Oh mein Gott, Stani, wir haben Platten. Oh mein Gott, wie viele sind das? Die haben sogar die Sondereinsatzkommando mit Porsche-Polizei haben die hier am Start. Wir gehen wieder in den Knast, Mann. Nein. Wir können nicht wieder in den Knast. Warte, wir gehen da vorne zum Sandy Shores Airport. Wenn wir Glück haben, steht da ein Flugzeug oder ein Heli. Oh nein. Wenn wir Glück haben, gib Gummi, du musst besser fahren. Alter, guck doch mal, ich hab 5 Platten oder so.
Oh mein Gott, ja, G-Klasse 6 voll der Müll. Das war's komplett. Oh, Stani, ich hoffe, wir haben da vorne ein Flugzeug. Da steht ein Flugzeug. Oh, okay, nein, du raus, ich werde den Kopf ab. Okay. Stani, los, aber du musst schnell genug einsteigen. Ich will dich nicht wieder zurücklassen. Nein. Ey, es tut mir leid, aber ich brauche hier ein Flugzeug. Okay. Ich hab ihn abgeknallt. Steig ein. Oh mein Gott, das sind so viele hier, Stani. Nein, der eine hat's hier verheddert. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie lange das Flugzeug noch durchhält. Ich kann nicht rausschießen hier. Ziel, ich muss den Vogel hochziehen. Nein. Zieh den Gaul hoch. Ich zieh hoch. Oh, wir sind in der Luft. Oh. Du musst den Helikopter abhängen. Ich weiß, Leute, die Polizei, die müssen wir noch abschütteln. Oh, shit. Oh, Stani, wir haben es fast geschafft. Wir müssen erstmal das Land verlassen oder so. Oh mein Gott, ey, der Propeller hört auf einmal auf, sich zu drehen. Aber Stani, weißt du noch, was wir damals mal gemacht haben? Wir müssen... Raus! Ja, wir müssen unseren Tod nämlich vortäuschen. Ich lasse das Flugzeug jetzt abstürzen. Du musst rausspringen. Und wir treffen uns morgen bei mir, wenn sich die Lage beruhigt hat, okay? Mach's gut, Mann! Okay, ciao! Oh mein Gott, Leute, wir springen jetzt hier raus. Wow! Leute, ich hoffe, Stani schafft's auch gut rauszuspringen. Aber wir sind entkommen aus dem Gefängnis, meine Freunde. Haben noch Stani da getroffen. Vielleicht sehen wir den Paul Berger jetzt auch mal wieder öfter. Und Leute... Ich glaube, damit haben wir es geschafft. Ich habe immer noch 5 Sterne, die müssen wir noch loswerden. Aber ich glaube, das sollten wir easy schaffen, Leute. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.